Ich werde euch heute über alle möglichen Aspekte, insbesondere des jüdischen Kalenders, was sagen. Und für die meisten von euch wird das sehr neu sein. Und ich habe jetzt so ein bisschen die Aufgabe, dass das nicht so ein Overkill wird, sondern ja, dass das so rüberkommt, dass ihr wirklich das packen könnt, verstehen könnt. Es sind viele Zahlen, mit denen ich heute hier agieren werde, viele Termine. Und ihr seht ja schon hier hinten diese eigentümliche Beschriftung. Also das ist relativ einfach. Das ist das Jahr 2014. Und das ist das Jahr 2015. Ne? Steht ja auch gut dabei. Das heißt, das ist also jeweils hier im Grunde genommen das ganze Jahr. Also relativ einfach, auch wenn man es schlecht vielleicht von weiter weg lesen kann. Hier ist Neujahr, dann kommt das Jahr 2014. Hier haben wir dann den Jahreswechsel, Neujahr und dann bis Ende des Jahres 2015. Das heißt also, wir befinden uns gerade jetzt heute etwa, na sagen wir mal da. Ne? So. Okay. Gut. Das war nur Vorrede, das hat noch gar nicht angefangen. Das Schofar im Judentum ist sehr wichtig. Unter anderem deshalb, weil jeder Monatsanfang mit Schofarblasen begonnen wird. Und zwar ist das immer bei Neumond. Im Judentum fängt der Monat bei Neumond an, wenn es dunkel ist. Ich werde, wie gesagt, einiges zum Kalender sagen, einiges zu Festtagen sagen und erst dann, so in etwa 2 bis 3 Stunden, dann auf das eigentliche Thema mit dem Blutmond zu sprechen kommen. Nein, ich verspreche euch, dass es nicht so lange dauern wird. Aber es gibt einiges, was ich vorher erklären möchte. Das Erste, was mir sehr wichtig ist, was ich sagen möchte, da hatten wir übrigens schon mal einen Gotteshausabend vor einigen Monaten darüber, ist die Parallelität von Israel und der Gemeinde. Was Israel, also das ist eins, ne? Ein Ölbaum, ne? Wurzeln und eingefropfte Äste. Okay, das ist eine Einheit. Israel und die Gemeinde ist eine Einheit. Und was in Israel im Natürlichen passiert, geschieht in der Gemeinde im Geistlichen. Da gibt es eine ganz geheimnisvolle Verbindung zwischen Gemeinde und Israel. Deshalb ist der Teufel auch wie verrückt dahinterher, um da einen Keil dazwischen zu kloppen, um die Gemeinde und Israel zu entzweien. Ja? Das ist ihm in der Vergangenheit, im vergangenen Jahrhundert immer wieder mal recht trefflich gelungen. Aber wir sollen wissen, das ist etwas, was von Gott aus in einer ganz geheimnisvollen Weise zusammengehört. Ich will jetzt an dieser Stelle nicht ganz detailliert darauf eingehen, aber so ein paar Sachen möchte ich euch weitergeben, damit ihr versteht, wovon ich rede. Nehmen wir beispielsweise mal den Anfang des 20. Jahrhunderts. Da gab es den Zionismus, eine Bewegung, die auf einmal nach fast 2000 Jahren Zerstreuung auf dem Herzen hatte, wir wollen wieder ins unser verheißenes Land, wir wollen das wieder einnehmen. Und einer der wesentlichen Aspekte war die Wiederbelebung der hebräischen Sprache. Das war so ähnlich wie bei uns Latein, das gab es nur als Klerikersprache. So war das mit Hebräisch. Das wurde nicht gesprochen. Die Juden waren in alle Welt verstreut. Die Rabbiner sprachen von mir aus Hebräisch, aber der normale Jude, der sprach die Sprache, wo er eben herkam aus dem Land oder der Region. Die konnten also in der Regel kein Hebräisch. So, und da gab es einen Typ, Jehuda ben Eliezer hieß der, und der hatte auf dem Herzen gesagt, wenn wir wieder in ein Land kommen wollen, dann wollen wir auch eine Sprache haben. Und der hat in einer Mammutaufgabe, ist es ihm gelungen, die fast 2000 Jahre lang
nicht mehr wirklich lebendige Sprache, wieder neu zusammenzufassen und Hebräisch als Sprache für das moderne Judentum wieder zu etablieren. Und heute, jeder, der nach Israel einwandern will, muss Hebräisch können. Der muss durch eine sehr knüppelharte Schule, um die Sprache zu lernen. Ganz wichtig. Das ist wie wenn heute einer kommt und sagt, so, wir sprechen jetzt nicht mehr Deutsch, wir lernen, sprechen jetzt alle Latein. Genau so eine Hürde war das. Ja? Und das ist übernatürlich, dass das gelungen ist und dass dieses Hebräisch, aus dem das moderne Ivrit entstanden ist, da tatsächlich nach fast 2000 Jahren wieder allgemein die Sprache des Judentums wurde. Zeitgleich, wo es zu dieser Wiederbelebung der Sprache kam, gab es, beginnend durch die Entwicklung der Pfingstbewegung, insbesondere dann Azusa Street in USA, insbesondere ab 1906 dann, die Wiederentdeckung der Sprachenrede. Die gab es immer irgendwo, wie es dieses Hebräisch immer irgendwo gab. Aber auf einmal wurde das der Gemeinde wieder geschenkt. Und auf einmal, innerhalb von kürzester Zeit, hat sich das weltweit ausgebreitet. Heute geht man davon aus, dass geschätzt, vermutet, wahrscheinlich irgendwo zwischen 600 und 700 Millionen Menschen, Christen, auf der Welt in Zungen beten können. Das ist etwa ein Zehntel der Weltbevölkerung und das macht dem Teufel richtig Stress. Das macht ihm richtig Stress, weil das sind die Geheimnisse Gottes, die ausgesprochen werden und gebetet werden. Nicht aus dem Verstand, sondern aus dem Wirken Gottes. Tendenz steigend. Da ist richtig Dampf drin. So, und das entstand aber im Grunde genommen erst vor 100 Jahren, dass das sich so ausbreitete. Also, Thema Sprache, die 2000 Jahre verschüttet war, wird wieder hervorgehoben in Israel. Und genauso mit der Sprachenrede, die der Gemeinde wieder geschenkt worden ist. Dann 1948, da werde ich auch gleich nochmal kurz drauf eingehen, war die Staatsgründung. Israel wurde als Nation wiederhergestellt, nachdem sie über zig Jahrhunderte eben tatsächlich zerstreut waren. Ein Wunder vor unseren Augen. Ja, sie hat gesagt, manchmal ihr Großvater und so weiter hat mit den Frommen da gesessen und die haben sich über Israel unterhalten und das war das Thema. Ja, weil sie gesehen haben, wie sich die biblische Prophetie vor ihren Augen erfüllt hat. Uns ist das heute vielleicht nicht mehr so bewusst, aber das ist ein Wunder. Es ist unglaublich, wenn man sich damit beschäftigt, auch vor allen Dingen des Schutzes, den der Herr immer wieder geschenkt hat, was da passiert ist, auch mit der Staatsgründung. Fast, kleine Anekdote am Rande, das wäre fast geplatzt. Bei dieser Gründungsversammlung, ihr kennt das vielleicht, wo Ben-Gurion das da vorgelesen hat und dann, da wurde dann, das britische Mandat hörte auf und das kam der Schabbat und es war riesen Stress und die mussten das vor Sonnenuntergang haben und der Typ, der dieses Manuskript hatte, diese Urkunde, der kam nicht, die saßen da alle in der Turnhalle oder was das war, die hatten so ein bisschen hergerichtet, war alles sehr spartanisch und der kam nicht und irgendwann kam er angehetzt und dachte, was ist los? Ja, mein Fahrrad hat einen Platten. Ja, der kam mit dem Fahrrad. Das war halt wirklich noch 1948. Ne? Die meisten Juden kamen aus dem Holocaust. Das waren KZ-Überlebende. Am Tag nach der Unabhängigkeitserklärung haben 6 arabische Nationen angefangen, Israel in den Krieg zu ziehen. Am Tag drauf. Und sie konnten Israel nicht bezwingen. Ein gigantisches Wunder. So, also 1948 wird Israel als Nation wiederhergestellt. Als jüdischer Staat. 1948, um diesen Zeitraum, gab es in den USA eine riesige Heilungsbewegung, die ganze Welt erreicht hat. Ja? Voice of Healing. Es gab dieses Thema Heilung und das, was uns zusteht und so weiter, was uns verheißenes Land ist, was wir als Christen beanspruchen können, wo wirklich geistliche Wahrheiten wiederentdeckt worden sind. Etwas später, 1967 dann, war der Sechstagekrieg. Da werde ich auch noch drauf zurückkommen. Bei dem Sechstagekrieg wurde Jerusalem wieder eingenommen. Das war vorher, gehörte das nicht zum jüdischen Bereich. Sie hatten das nicht als Hauptstadt. Sie konnten diese Stadt nicht erobern. Die war, ja, eben, stand ihnen nicht zur Verfügung. Und dann gab dieser Krieg, wo verschiedene Nationen sie attackiert hatten und auf einmal mehr oder weniger unbeabsichtigt kamen die da in diesen Krieg rein und kämpften halt und bupp, auf einmal gehörte ihnen die Stadt.
Die waren selber verblüfft. Ja, das haben die sich 14 Tage vorher nicht ausdenken können. Das war ein echtes Wunder. Nun, jetzt muss man wissen, was Jerusalem für eine Bedeutung hat. Jerusalem ist vor 3000 Jahren etwa grob von David übernommen worden, erobert worden. Und da hat er Lobpreis erfunden. Lobpreis in unserem Sinne ist von David erfunden. Man sagt, dass wahrscheinlich der insgesamt bis zu 3000 Leviten beschäftigt hatte, die 24/7 rund um die Uhr für wahrscheinlich 40 Jahre Lobpreis gemacht haben in Jerusalem. Die Stadt war Tag und Nacht mit Lobpreis erfüllt. Es war die Stadt des Lobpreises. Jetzt muss man wissen, das Lobpreis, wie wir den heute kennen, wie wir vorhin gesungen haben, das ist nur auch noch nicht so alt. Das gab es in der Art und Weise vor 100 Jahren nicht. Diese Art von Lobpreis ist etwa zu der Zeit entstanden, nämlich ausgehend von den Jesus People in den USA. Das wurde dann von der charismatischen Bewegung aufgegriffen und das, was heute der Christenheit als Lobpreis zur Verfügung steht, das ist 50, 60 Jahre alt. Und wenn du dir mal ein altes Liederbuch nimmst, dann merkst du, dass das eigentlich häufig Vermittlung von Lehrinhalten sind. Die Leute singen endlose Strophen von irgendwelchen geistlichen Lehrinhalten, die haben sie dann auswendig gelernt und das wurde ihnen dadurch vermittelt. Das war kein Lobpreis. Als Jerusalem, die Stadt des Lobpreises, wieder erobert worden ist, kam in der Gemeinde das Thema Lobpreis. Der Herr hat es wieder hochgebracht. 1982 war der Libanonkrieg, das war die Zeit, wo das Thema geistliche Kampfführung, sehr umstritten bis zum heutigen Tag, in der Gemeinde lebendig wurde. Und dann, ganz markant, 1988. 1988 wurde Israel 40 Jahre alt. Und 40 ist eine wichtige Zahl. Zu der Zeit, als Israel 40 wurde, brach weltweit der Kommunismus zusammen. Dieses Joch. Das hatte zur Folge, dass Unmassen von Juden aus Russland ausreisen konnten nach Israel, die Aliyah. Und dass Russland auf einmal für Evangelisation und so weiter offen war. Das Evangelium konnte rein nach Russland und die Juden konnten raus. Sehr interessantes Jahr. Dann 1998, 10 Jahre später, Israel wird 50. 50 ist das Jubeljahr. Ein Jubeljahr heißt, die Juden feiern alle 7 Jahre ein sogenanntes Schmitta oder Schabbatjahr. Das ist einfach, wie du eine Woche hast und der 7. Tag ist der Schabbat, so haben die eben auch Jahre und das 7. Jahr ist ein Schabbatjahr. Wird zwar nicht wirklich richtig begangen, ist aber im Geistlichen so zu verstehen. Und nach 7 solchen Perioden, also nach 49 Jahren, dann ist das 50. Jahr und das ist ein Jubeljahr. Und ein interessantes, sehr wichtiges und bedeutendes Ereignis. Und eigentlich nach der Staatsgründung ist 1998 wäre das erste Jubeljahr, das 50. Jahr in der israelischen Geschichte. Und zu der Zeit kommt auf einmal ein gigantischer Durchbruch bei Weltevangelisation. Ich meine, ich arbeite ja für CEFAN, da weiß ich, dieses Jahr war ein ganz, ganz markanter Schnitt. Da hat sich die Zahlen der Bekehrten, die haben sich verzehnfacht, verfünfzehnfacht, verzwanzigfacht innerhalb von 1-2 Jahren. Ein Boom brach da auf einmal los. Es gab richtige Erweckungsaufbrüche in Uganda, in Süd- und Mittelamerika, in Korea und so weiter. Etwa zu dem Zeitpunkt. Das Jubeljahr für Israel wurde zu einem Jubeljahr für viele Nationen. Was ich damit sagen will ist, ihr merkt, Israel und die Gemeinde sind nicht zwei verschiedene Paar Schuhe. Ja, das sind nicht irgendwas, sondern die gehören zusammen. Das ist von Gott zusammengestellt. Und deshalb haben wir als Christen ein Herz für Israel und für das, was da passiert. Was ich sagen will ist, wenn Israel in Krieg kommt, bedeutet das natürlich im Rückkehrschluss auch, dass die Gemeinde im geistlichen Krieg ist. Wenn Israel in Bedrängnis kommt, dann hat die Gemeinde, also damit meine ich den weltweiten Leib Christi, das in ähnlicher Weise im Geistlichen. Wenn die Welt, sagen wir mal die UNO, ne, wenn die Welt Israel ablehnt,
dann kannst du davon ausgehen, dass die Welt gerade mal eine Attacke gegen die weltweite Gemeinde führt. Ja, dieses Stresspotenzial kannst du in der Gemeinde und in Israel immer in dieser Parallelität sehen. Das kann man richtig runterbrechen bis hin zu einzelnen Ereignissen. Wir werden auch über zwei, drei werde ich zu sprechen kommen. Das ist echt interessant, wenn man sich damit beschäftigt. Aber ich möchte das nicht weiter vertiefen heute. Der nächste Punkt, den ich sagen möchte, ist, im jüdischen Kalender durch den Jahreslauf gibt es 7 biblische Feste. Also Feste, die Gott Mose gesagt hat, die gefeiert werden sollen, wann die gefeiert werden sollen und wie die häufig auch gefeiert werden sollen. Im Laufe der jüdischen Geschichte sind alle möglichen anderen Sachen noch dazugekommen. Also beispielsweise Purim ist kein biblisches Fest oder Chanukka ist kein biblisches Fest. Das ist ein Fest, was aus der jüdischen Geschichte entstanden ist. Aber es gibt 7 Feste, wo Gott sagt, das sind meine Feste. Steht so in der Bibel. Meine Feste sind diese. Und diese Feste haben eine Bedeutung. Die haben nämlich, wenn man sich damit beschäftigt, den heilsgeschichtlichen Ablauf. Das ist sagenhaft, wenn man da einsteigt und merkt, hey, diese Feste, was Gott uns da gegeben hat, die ganze Heilsgeschichte ist da drin enthalten. Das mit dem Passafest wissen die meisten Christen. Ja, da wird das Lamm geschlachtet und dadurch konnten dann die Juden aus Ägypten entkommen. Ja, wo die Erstgeburt wurde nicht umgebracht und so weiter. Und es ging dann der Auszug, das, was die mit dem Sederabend feiern. Das ist vielen Christen noch bewusst. Das ist völlig offensichtlich. Das Lamm, was an unserer Stelle stirbt, das Blut, was ans Holz, nämlich diesen Türrahmen, ja, beziehungsweise ans Kreuz gestrichen wird, durch das wir gerettet sind, wo der würdige Engel an uns vorbeigeht. Da gibt es viele Parallelitäten und das ist genauso bei allen Festen. Jetzt gibt es 3 Frühlingsfeste, das ist nämlich diese Passawoche. Das ist erstmal dieser eigentliche Passa, wo das Lamm geschlachtet wird, der Sederabend, und dann folgt dann 7 Tage das Fest der ungesäuerten Brote. Und da gibt es einen Tag da drin, den 2. Tag. Das ist ein Extrafest. Das ist nämlich der Tag der Erstlingsfrüchte. Das Fest der Erstlingsfrüchte. Habikurim heißt das. So. Und diese Feste stehen für bestimmte Dinge. Und weil das eine Sache ist, die wirklich ganz, ganz gehaltvoll ist für uns als Christen, habe ich diese 7-teilige Buchserie geschrieben. Also wer Lust hat, sich damit zu beschäftigen, das ist wirklich glaubensstärkend. Ja, das sind hier 7 so kleine Büchlein über diese Feste. Die ersten 3 Feste finden im Frühling statt. Passa steht für Kreuzigung, Opfer des Lammes. Dann dieses Matzot, dieses ungesäuerte Brote. Das ist ein Bild für die Grablegung Jesu. Und dann dieses Fest mit den Erstlingsfrüchten. Das ist die Auferstehung. Dann 50 Tage nach diesem Erstlingsfrüchte-Auferstehungstag. Von da an werden 50 Tage gezählt. Dann ist Pfingsten. Pfingsten kommt von einem griechischen Begriff her, der heißt He Pentecoste. Und das heißt der 50. Tag. Die Juden nennen das Wochenfest, weil das nach 7 Wochen der Tag danach ist, das Wochenfest. Ab dem Tag, 7 Wochen, 50. Tag ist Pfingsten oder Schawott. An Schawott fiel der Heilige Geist. Das ist die Geburtsstunde der Gemeinde in Israel, in Jerusalem gewesen. Jahrhunderte vorher war das übrigens auch die Geburtsstunde des Volkes Israel, weil am gleichen Tag wurde nämlich das Gesetz gegeben. Und da gibt es eine sehr interessante Situation. Als das Mose mit den Gesetztafeln kam, an diesem Tag hat das Volk ums goldene Kalb getanzt. Und es heißt, dass durch eine Plage 3000
starben. Und wenn du das Neue Testament liest, dann heißt es, der Heilige Geist wurde ausgegossen und da gab es den Auflauf und 3000 wurden zur Gemeinde hinzugetan. Und die Message ist wirklich sehr klar. Der Buchstabe tötet und der Geist macht lebendig. Das Gesetz, das Wort, war nicht in der Lage, echtes Leben zu bringen, ja, diese Gesetzlichkeit, dieses Einhalten von den Geboten, aber der Geist, der gibt das Leben. So, dieser Termin ist sehr wichtig. Wir haben also diese Frühlingsfeste, die sind erfüllt in Jesus. Dann haben wir diesen Schabbat-Tag, der ist auch erfüllt mit Pfingsten. Okay, wie geht's weiter? Dann kommt eine lange Phase. Das ist der Sommer, die Sommerhitze. Da passiert nicht viel. Und irgendwann dann, im Herbst, gibt es drei Feste ganz kurz hintereinander. Schlagartig im siebten Monat. Am 1. des siebten Monats gibt es den Tag des Trompetenblasens. Rosh Hashanah heißt der. Kurz darauf Yom Kippur. Das kennt ihr, das ist der Tag, wo der hohe Priester da ins Allerheiligste einmal rein durfte, beziehungsweise insgesamt in dieser Zeremonie an dem Tag, glaube ich, siebenmal hinter den Vorhang treten durfte. Und dann kurz drauf das Laubhüttenfest. So, diese drei Feste sind interessant, weil die stehen heilsgeschichtlich noch aus. Insbesondere Rosh Hashanah ist interessant, der Tag des Trompetenblasens, weil das ist das Nächste, was offensichtlich auf uns zukommt. Nach dieser langen Wüstenzeit, irgendwann wird es relativ schnell, zack, 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 irgendwelche Ereignisse geben, die heilsgeschichtlich, beispielsweise in den Festen, uns berichtet sind und die in der Bibel auch entsprechend dargelegt und aufgeführt werden. Also ist Rosh Hashanah für uns ein besonders interessanter Termin, denn das ist das, was uns bevorsteht. Und ich glaube, dass die meisten von uns das miterleben werden. Ha, Halleluja. Halleluja. Kommen wir jetzt mal zum Mond. Wir wollen uns ja langsam mal so an unser Thema rantasten, ne? Der Mond. Der Mond ist für Juden von größter Bedeutung. Denn, wie gesagt, am jedem einzelnen Monat tun sie mit Schofarblasen, lebt er noch? Mit Schofarblasen den Monat beginnen, bei Neumond. Diese Neumondgeschichte, die war für die Juden oder ist für die Juden eine ganz, ganz, ganz große Nummer. Zur Zeit Jesu gab es ein extra Leitungsteam, dessen hauptsächliche Aufgabe war, die Festtermine zu terminieren. Weil man wollte ja wirklich das genauso machen, wie Gott gesagt hatte. Also bing, also musste möglichst präzise sein. Und war jetzt, weil jetzt das ganze Ding eben in einem Mond, auf Mondzyklus aufgebaut hat, war dieses Thema, ist das jetzt der erste Monat oder ist das noch der vorangehende Monat, war für die Riesenthema. Deshalb hatte man in ganz Israel von denen ausgesandte, speziell ausgebildete Neumondspäher, auch zur Zeit Jesu, Neumondspäher. Die haben genau geguckt, ist da schon was zu sehen? Ist da noch eine Sichel oder Neumond oder schon wieder der nächste Monat? Und die haben das dann per Feuersignale nach Jerusalem übermittelt und dann wurde entschieden, okay, jetzt ist der nächste Monat und dann gab es Schofarklang und dann wussten das die Leute. Dieses Leitungsgremium, dessen hauptsächliche Aufgabe diese Festtermine waren, ist der Sanhedrin, der Hohe Rat. Das war ihr wichtigster Job. Das war ihr wichtigster Job. Und bis zum heutigen Tag können sich Juden die Köpfe einschlagen über Kalenderfragen. Das ist echt interessant. Also, hammerhart. Jetzt ist es so. Als die Juden in die Zerstreuung kamen, da wurde der Sanhedrin wurde verboten. Und jetzt hatten sie natürlich ein Problem. Jetzt hatten sie ja keinen mehr, der ihnen irgendwie sagt, wann ist denn jetzt was? Und
diese ganze Jahreszyklusgeschichte mit den Festterminen und so weiter, das war so wichtig. Und jetzt hatten sie keinen, der irgendwie ihnen sagt, was passieren muss. Und dann gab es einen genialen Typ, einen leitenden Rabbi, der hieß Rabbi Hillel. Der war Mitglied in diesem Hohen Rat gewesen und der hatte dieses ganze Wissen. Und der hat das runtergebrochen in so eine Art Handbuch mit mathematischen Formeln, wo man genau ausrechnen kann, wann welche Feste wie wo für die nächsten, was weiß ich, 5000 Jahre sind. Ja? So, und dieses Handbuch, das ging im Judentum rum. Und damit konnten die sagen, okay, jetzt haben wir folgendes Fest. Der hat übrigens auch erfunden, dass er gesagt hat, ja, die sind ja in der Verstreuung. Wenn die jetzt, was weiß ich, da hinten kurz vor Indien sind und die anderen in Spanien, da gibt es ja, vielleicht ist da schon Neumond und da nicht. Und da, wir machen das anders. Wir feiern das sicherheitshalber an 2 Tagen. Ja, das war eine schlaue Sache. Gilt für die Juden heute auf der ganzen Welt noch. Ja, an 2 Tagen. Das haben die Christen übernommen. 2 Tage Ostern, 2 Tage Weihnachten, 2 Tage Pfingsten im Grunde genommen. Kein Witz, das ist direkt aus dem Judentum übernommen worden. Das ist dieses, dass man es am richtigen Tag feiert. So, im Judentum war der Mond also super wichtig. Und da gibt es eine interessante Bibelstelle, die ich euch vorlesen möchte. Psalm 89, Vers 37 und 38. Ewig soll deine Nachkommenschaft bestehen und sein Thron wie die Sonne vor mir, wie der Mond, der ewig feststeht, ein treuer Zeuge in den Wolken. Der Mond, ein treuer Zeuge. Klingt komisch, hä? Ich habe mal eine Predigt von einem Juden darüber gehört, das hat mir echt die Augen geöffnet. Was das bedeutet. Der hat gesagt, also treu ist erstmal verlässlich, vertrauenswürdig, der bumst dich nicht, sondern es ist wirklich verlässlich. Den Mond siehst du nur in der Nacht. Tagsüber selten. Ne? Manchmal so in der Dämmerung oder sowas. Der Mond leuchtet nicht selbst. Der reflektiert nur das Licht. Die Sonne scheint ihn an. Und mitten in der Nacht leuchtet er reflektiert das Licht. So kannst du, auch wenn es stockfinster ist, wissen, es gibt Licht. Es gibt eine Sonne. Es kommt ein neuer Tag. Das ist die Message, der reflektiert die Sonne, die da ist und zeigt als Zeuge, dass es einen Tag kommt, dass es Licht gibt und so weiter. Obwohl er selber nicht von sich selber leuchtet. In dem Sinne ist er ein Zeuge. Und das haben die schon vor Urzeiten, das steht schon im Talmud, für Israel bezogen. Israel als treuer Zeuge inmitten der Dunkelheit der Nationen, dass es Gott gibt. Ja? Also, das Judentum hat ein ganz tiefes Bewusstsein für den Mond und es sieht sich persönlich mit dem Mond in einer ganz interessanten Weise verbunden, nämlich über diesen Zeugendienst. So, was ich damit sagen will ist, Juden und Mond ist ein wichtiges Thema. Daher auch diese Sache mit dem Blutmonden. Wisst ihr, unser Kalender, der gregorianische Kalender, basiert auf einem Ding, was Julius Caesar sich ausgedacht hat und dann von dem Papst Gregor mal überarbeitet worden ist, ist ein reiner Sonnenkalender. Da geht es einmal um den Jahreskreislauf, einmal Sonnenkalender. Ja? Die Monate da drin sind mehr oder weniger nur irgendwelche Zeiteinteilungen. Noch so ein bisschen schräg, aber die sind irgendwie so, wie sie sind, halt entstanden sind. Der Name Monat kommt ja eigentlich vom Mond. Hat aber bei uns nicht das Geringste damit zu tun. Der Mondzyklus läuft irgendwie und hat mit den Monaten nichts zu tun. Wir haben einen reinen Sonnenkalender. Okay. Die Moslems, die haben einen reinen Mondkalender.
Das läuft da 28, noch was Tage, ja, und dann laufen die Monate durch. Und deshalb haben die beispielsweise Ramadan mal im Frühling, mal im Sommer, mal im Herbst, mal im Winter. Das wandert, ich glaube, in einem 27 Jahre oder irgendwie sowas, wandert das einmal durch den ganzen Kalender durch. Einen reinen Mondkalender. Natürlich auch nicht so doll. So, und Gott hat den Juden gesagt, pass mal auf, Leute, ihr seid ja schlaue Kerlchen, ihr bringt das mal zusammen, ne? Und die haben einen super komplizierten Kalender sich gebastelt, wo das zusammen ist. Wo dieser Sonnenkreislauf und eben diese tatsächlichen Mondzyklen zusammenkommen. Und wenn du dich damit beschäftigst, dann stell dir die Haare zu Berge. Das ist echt kompliziert, wie die das übereinander bringen. Die haben beispielsweise, also erstmal, man weiß nie genau, wie viele Tage so ein Monat hat. Also das schwankt wirklich zwischen 28 und 31. Also das ist, jedes Jahr muss das, oder, also man muss einen Zettel haben, wo es draufsteht, sonst ausrechnen kannst du das nicht. Und dann ist es so, siebenmal in 19 Jahren fügen sie einen kompletten Schaltmonat ein. Am Ende des Jahres. Und so wabert das also immer hin und her und ist irgendwie ständig in Bewegung und das Ding ist super kompliziert. Und tut sich gegenüber unserem relativ linearen Kalender immer so ein bisschen hin und her bewegen. Ja? Also ein Tag, der bei uns, was weiß ich, der 1. Dezember ist, der ist manchmal in dem Monat, manchmal in dem Monat und so weiter. Das wabert ständig hin und her. Man weiß nie genau, wo das ist. Ne? Also sehr kompliziert. Deshalb ist es übrigens gut, wenn du Outlook hast, kannst du den übrigens einstellen, wenn du das sehen möchtest. Du kannst dir, nein, das ist nicht schlecht. Du kannst dir die jüdischen Feste in deinem Outlook-Kalender einfach einblenden lassen. Ne? Kann hilfreich sein. So, wenn du so feiern willst. Wenn nicht, dann lass es. So. Was ich hier jetzt an der Stelle, wie gesagt, da könnte ich jetzt 2 Stunden drüber referieren und dann würde ich alle fortlaufen. Was ich hier an der Stelle sagen möchte, was wichtig ist, ist, weil, wie gesagt, die Juden machen es immer ein bisschen ganz besonders simpel, die haben zweimal Neujahr. Die haben ein Neujahr, ein biblisches Neujahr und nochmal dann ein jüdisches Neujahr. Ein bisschen ist es so ähnlich wie bei uns mit dem Kirchenjahr und dem säkularen normalen Jahr. Also es gibt nämlich einen Neujahrstermin, den Gott angeordnet. Und dann, allerdings erst im 2. Jahrhundert nach Christus, etwa zu der Zeit, wo sie auch in die Zerstreuung mussten, haben sich ausgerechnet, nee, ja, schön, aber nee, wir machen uns doch noch einen neuen Neujahr. Und den machen wir genau am entferntesten Zeitpunkt vom Jahr, nämlich am 1.7. des biblischen Kalenders. Da machen wir unser Neujahr. Das ist eine lange Story, warum die das gemacht haben. Nur der Witz ist, das ist genau dieser Tag Rosh Hashanah. Das ist für die der Neujahrstag. Hat Gott kein Wort von gesagt. Zumindest nicht bei Mose. Ja, das war der 1. des 7. Monats. Wir feiern heute im Judentum als Neujahrstag. Ist durchaus auch interessant und gut, hat auch prophetische Bedeutung. Aber der biblische Kalender, der fängt am 1.1. an. Nur, da gibt es ein kleines Problem. Nämlich, Gott sagt zu Mose, hier also ihr seid jetzt aus, habt das Lamm da geschlachtet und so weiter und seid aus Ägypten dann ausgezogen. Das ist der 1. Monat und ich möchte, dass ihr das Passa am 14. feiert. So. Das war's. Er sagt kein Wort zu dem 1. des 1. Monats. Der wird nicht weiter erwähnt. Es gibt nichts zu diesem 1.1. Es gibt also einen 1. des 1. Monats, aber da ist nichts weiter an irgendwelchen Festivitäten oder sowas, was genannt ist. Es geht eigentlich los mit dem 14. des 1. Monats, mit Passa. Komische Geschichte. Ist aber so. Aber deshalb haben die Juden schon immer da nicht unbedingt das gerne gemocht, weil da gab es nichts zu feiern. Ne? Und wie gesagt, dann haben sie sich im Laufe der Jahre dann was Besseres ausgesucht, nämlich den 1.7. Rosh Hashanah. Biblisches Neujahr und, sagen wir mal, jüdisches Neujahr. Zwei unterschiedliche Termine. An diesem Neujahrstag gab es eigentlich immer nur dieses Neujahrsblasen. Ne? Das hat jeder Monat und das gab es auch am 1.1. Okay,
Wir haben also, und dann fangen wir mal an, hier unsere Dinger hinzukleben. Okay. Am 20. März 2015, da ist das nächste biblische Neujahr im Judentum, was wie gesagt nicht weiter begangen wird. 20. März. Wem fällt beim 20. März was ein? Frühlingsanfang. Frühlingstag und Nachtgleiche. Kommt selten vor, sehr selten. Ist aber in diesem Jahr so. Jetzt klappt das da auch. Nee. So. Dann haben wir hier an diesem schönen Termin den Beginn des jüdischen Jahres. Ich vermute mal, ihr könnt das kaum sehen, aber hier steht Neujahr 5775. Das ist die jüdische Zählung. Wir haben 2014, die haben 5775. Könnte ich jetzt eine halbe Stunde darüber erzählen, warum das so ist. Die haben jedenfalls ausgerechnet, dass zu dem Zeitpunkt die Welt geschaffen worden ist. Die können ja auch sagen, wie viel Uhr und wo und alles. Also echt interessant. Inzwischen weiß man aber, dass sie sich mindestens um 240 Jahre verrechnet haben. Okay. Das ist das Neujahr gemäß der jüdischen Zählung, die also auch allgemein üblich ist. Wir befinden uns also jetzt im Jahr 5775. Das begann am 25. September und das ist für die eben hier dieser Tag, das ist Rosh Hashanah. Und an diesem Tag beginnt das Schabbatjahr. Das ist also das siebte Jahr. Ich hatte da vorhin drüber mal gesprochen. Alle sieben Jahre gibt es ein Schabbatjahr und wir befinden uns gerade in einem. Seit diesem 25. September ist Schabbatjahr bis zum nächsten Neujahr. Okay. Das nächste Neujahr ist nach unserer Zeitrechnung am 13. September. Das ist dann, wie man unschwer erkennen kann, das Jahr 5776. Das ist das Ende des Schabbatjahrs an Rosh Hashanah. Dieser Tag wird uns noch beschäftigen. Also wir haben hier ein jüdisches Jahr, ne? Und das Ganze ist ein Schabbatjahr. Das Interessante bei der Sache ist dieser Tag Rosh Hashanah. Die Juden haben zu, also die in Deutschland, Polen und so weiter lebenden Juden, haben sich zu Neujahr, wenn die Neujahr gefeiert haben, einen guten Rosh gewünscht. Aus dieser jiddischen Redensweise wurde der gute Rutsch. Kein Witz. Ja, das kommt daher. Rosh heißt Haupt. Rosh Hashanah heißt das Haupt des Jahres. So, und das ist also unser guter Rutsch. Ne? Da hast du also was aus dem Jiddischen übernommen. So. Dieser Festtag ist, wie gesagt, von uns interessant, für uns interessant, weil er nämlich, wie ich schon sagte, das nächste Fest ist, was auf uns zukommt. Der Tag war bekannt im Judentum als ein Tag, als ein Fest, an dem niemand Zeit oder Stunde wusste. Klingt interessant, ne? So ähnlich sagt es Jesus. Hinsichtlich Wiederkunft, er sagt, niemand kennt Zeit oder Stunde, auch nicht der Sohn, nur der Vater allein. Und das hatten die Juden tatsächlich gesagt. Die hatten gesagt, Rosh Hashanah ist ein Festtag, da weiß keiner, wann Zeit oder Stunde ist. Warum? Weil jetzt war Neumond, da war dunkel, da mussten die gucken, ist jetzt oder ist erst morgen? Ne? Ja, kein Witz. So, das heißt, sie wussten nicht, gilt jetzt der schon oder gilt der noch nicht? Und da musste der Hohe Rat die Entscheidung treffen, okay, heute, und dann war alles klar. Und das war wichtig, gerade bei dem siebten Monat, weil danach kam nämlich dann die wichtigste Festsaison des Jahres. Da kam eine Fastenzeit und Gebetszeit und Trauerzeit und dann kam Yom Kippur, der wichtigste, bedeutendste Tag im ganzen Jahr, der Eintritt in die Herrlichkeit. Für uns als Christen sehr bedeutsam.
der Eintritt in die Herrlichkeit Gottes. Und dann, ein paar Tage später, kommt das Laubhüttenfest. Und das Laubhüttenfest ist das längste, das fröhlichste, das beste, das ausgelassenste, das genialste Fest im Judentum. Sie sagen nämlich, das ist das Fest. Also das mit dem Brot da zu Passa, das war ja ganz nett, aber Fest, ja, das war Laubhüttenfest. Da ist Celebration, das andere, das war, ja. Ne? Also das war für die von großer Bedeutung. Und dies ist alles wichtig von den Terminen, ist das, wann ist das genau, und da haben die sehr viel Wert drauf gelegt. Rosh Hashanah, keiner wusste es, aber dann irgendwann im Morgengrauen kam dann das Signal oder eben nicht. Ne? Dann war es eben erst am Tag drauf. Okay. Rosh Hashanah ist Neumond. Guck mal, alle biblischen Feste finden irgendwann im Laufe dieses Monats statt. Das Passafest und das Laubhüttenfest zur Mitte des Monats, nämlich da, wo Vollmond ist. Vollmond. Werden wir gleich noch darauf eingehen. Aber der einzigste Festtag dieser biblischen sieben Feste, wo es wirklich dunkel war, war dieser Rosh Hashanah. Ein dunkler Tag. So nannten die das, ein dunkler Tag. Und dann weißt du nicht mal, wann der ist. Schwieriger Tag. Na? So. Rosh Hashanah, von der prophetischen Bedeutung, ist die Wiederkunft des Herrn. Der Tag des Posaunenblasens. Im Judentum seit jeher ist der Tag des Posaunenblasens, Rosh Hashanah, der Tag, wo die Toten auferstehen. Deshalb haben viele jüdische Grabsteine ein Schofar eingemeißelt. Wie die Christen ein Kreuz haben, so haben die ein Schofar. Weil wenn das Schofar ertönt, dann stehen die Toten auf. Halleluja. Also hier, das Ding ist wirklich Gold wert. Also wenn man einen Toten zu Hause hast, dann besorgt den Schofar. Das nächste Rosh Hashanah ist, wie gesagt, jetzt hier das, was auf uns zukommt, der 13. September. Das ist der Tag, wo das Schabbatjahr zu Ende ist. Rosh Hashanah. Wie gesagt, dieses Schabbatjahr findet alle sieben Jahre statt. Und was interessant ist, wenn wir uns diesen Tag mal näher angucken, ist hier, was geschah denn an diesem Tag vor sieben Jahren? 2008. Oh, ganz blöde Sache. An exakt diesem Tag, Rosh Hashanah 2008, das war der 29. September 2008, gab es einen gescheiterten Rettungsversuch der US-Regierung und die amerikanischen Banken stürzten ins Bodenlose an exakt diesem Tag. Der Dow Jones sackte um 8% ab. Das ist der höchste Tagesverlust, den die jemals hatten. Und wie viel ist das in Punkten? Kein Witz. Es sind 777 Punkte. Ist der Dow Jones an dem Tag abgeschmiert. Genau an dem Tag, vor sieben Jahren. Genau an dem Tag. Und was war sieben Jahre davor? Also vor 14 Jahren? Gab es da auch was an dem Tag? Ja. Genau an dem Tag, vor 14 Jahren, das war der 17.09.2001, da sollte es bei einigen klingeln, das ist nämlich ein paar Tage nach dem 11. September. Wenige Tage drauf. Und aufgrund von diesem 11. September stürzte auch da die Börsen ins Bodenlose. Damals hatten die vom damaligen Zeitpunkt auch das höchste Tagesminus, was sie jemals hatten. Da fiel der um 7%. Das waren etwa 678 Punkte. Sonderbar. Könnte vielleicht sein, dass der Tag in diesem Jahr auch irgendwelche Bedeutung hat in der Richtung. Das ist natürlich Spekulation, weiß kein Mensch. Es ist einfach nur interessant zu sehen, was ist hier passiert vor sieben Jahren und was ist hier passiert vor 14 Jahren. Übrigens sind das alles nur wirklich relativ nüchterne Fakten, auch mit den Mondfinsternissen und so weiter, wenn ich darauf eingehe. Da kannst du überall nachlesen, das sind richtige wissenschaftliche Tatsachen. Da hat also nichts mit irgendwelchen dubiosen Spekulationen oder so zu tun, sondern das sind einfach wirkliche Fakten. Der Typ, der das erst als erster entdeckt hat, der heißt Mark Bilz, ein Amerikaner, der hat sich für
Astronomie und Mathematik interessiert er sich und der ist mehr oder weniger durch Zufall ist der auf der NASA-Webseite. Die haben also über einen Zeitraum von 5000 Jahren nach vorne und nach hinten haben die Sonnen- und Mondfinsternisse dargelegt. Da ist der mehr oder weniger durch Zufall drauf gekommen und hat das dann gesehen, fand da interessant, hat gemerkt, okay, das ist so weiter. Und der Herr sagt zu ihm, weckt ihn in der Nacht auf und sagt, die Termine, leg die mal auf den jüdischen Kalender. Dann hat er sich das angeguckt und da hat er natürlich, dann fuhr es ihm richtig in die Knochen. Da hat er nämlich gemerkt, hups, die sind ja sehr, sehr präzise terminiert. Und deshalb ist das mit diesem Blutmond, das war fast, ich sag mal, eine göttliche, zufällige Entdeckung. Auf der NASA-Webseite. Ja? Also das hat wirklich nicht mit irgendwelchen okkulten Spinnereien zu tun, sondern das sind wirkliche wissenschaftliche Fakten. Wir werden heute gleich uns um das Thema Mondfinsternis und Sonnenfinsternis kümmern. Okay, Sonnenfinsternis, weißt du alle, wenn du dann mit der Kerze da dein Gläschen mit Ruß machst und dann guckst, ja, als Kind vielleicht, nein? Haben die meisten doch irgendwann mal erlebt. Und ja, dann siehst du halt, wie das dann so langsam so ganz oder teilweise irgendwie sich so was Schwarzes davor schiebt und ja, ist dann relativ schnell auch wieder vorbei. Die Sache ist die, wenn du hier die Erde hast und da hinten die Sonne, dann kommt der Mond halt dazwischen und der wirft einen relativ kleinen Schatten. Das ist also wirklich beschränkt. Wenige hundert Kilometer ist der nur breit. Und der wandert dann auch über den diesen Globus. Aber wenn da die Sonne ist, von der Erde aus, ist das halt eine richtig schwarze Scheibe, die sich davor schiebt. Das ist eine richtige dunkle Scheibe, von der Erde aus gesehen. Wir werden uns das gleich mit den Mondfinsternissen angucken. Das ist ein bisschen anders, weil nämlich, wenn da die Sonne ist und die Erde hier ist, dann ist der Mond hinter der Erde. Die Erde wirft jetzt den Schatten für den Mond und der kommt in den Erdschatten hinein. Wir haben gleich, das werden wir uns gleich nochmal angucken, auch so einen kleinen Clip, wo man das ein bisschen versteht, was da eigentlich passiert. Aber das Interessante ist, das ist ja gar nicht selten. So, roundabout, einmal im Jahr gibt es eine Sonnenfinsternis und einmal im Jahr gibt es eine Mondfinsternis. Irgendwo auf dem Globus. Kann man nicht immer überall gleich gut sehen. So, jetzt haben schon seit vielen Jahrhunderten die Rabbiner wegen diesem Mondthema, das ich vorhin erklärt habe, über das Thema Mondfinsternisse gesprochen. Und die haben immer gesagt, Mond gleich Israel, ups, wenn der Mond finster wird, gibt es ein Problem für Israel. Eine Mondfinsternis hat was mit Gericht für Israel zu tun. Wir erinnern uns daran, wenn Israel in Stress kommt, im Natürlichen, kommt die Gemeinde in Stress im Geistigen. Upsi. Ja, so. Die sagen, der Mond, wenn Mondfinsternisse kommen, ist es ein schlechtes Omen, ein Zeichen für Gericht über Israel. Und das Ganze kommt daher, dass das auch noch als Blutmond genannt wird. Das zeigen wir euch gleich, warum das Blutmond heißt. Und die Rabbiner haben auch was zum Thema Sonne gesagt. Die haben gedacht, wenn die Sonne sich verfinstert, wenn also eine Sonnenfinsternis ist, dann ist das ein Zeichen für das Gericht für die Welt. Die Sonne steht für die ganze Welt. Der Mond für Israel, die Sonne ist ein Bild für die Welt. Und von daher sind im Judentum Mondfinsternisse oder Ereignisse mit Mond und Sonne immer sehr bedeutsam. So, und wir haben einen kleinen Clip, der dauert nur 2 Minuten vorbereitet. Den wollen wir euch mal zeigen. So, jetzt kommt der Mond in diesen Schatten hinein und auf einmal switcht's. Und das Ding verfärbt sich rot, wie auch immer.
Wie gesagt, das ist ein langer Zeitraum, der hier im Zeitraffer ist. Deshalb gibt es da so ein paar Ruckeleien. So, und auf einmal kommt es wieder und dann switcht es wieder. Okay. Jetzt kommt noch ein bisschen Werbung von dem Typ, der das gemacht hat. Hier kann man das noch mal sehen. Also eigentlich der weiße Vollmond, der sich dann so eigentümlich verändert. Und wir haben jetzt gleich danach kommt ein Clip, wo man das ein bisschen verstehen kann, was da eigentlich passiert. Die Sache ist nämlich die, halt mal an, Jo. Wenn der, da hinten ist die Sonne, ne? Pardon, da hinten ist die Sonne. Wenn der Mond hier in diesen Erdschatten kommt, dann gibt es hier diesen Schatten, den die Penumbra nennen. Und hier, wenn der in diesen quasi Halbschatten kommt, dann wird es nur etwas dunkler. Der hat dann so etwa 90%, kannst du wieder anmachen, 90%, das sagen die dann auch hier, verliert er von seiner Helligkeit. Wird also ein bisschen dunkler. Und dann kommt er hier in diesen richtigen Schatten hinein, wird er dann dunkler. Aber warum verfärbt er sich so rot? Das hat was mit der Erdatmosphäre zu tun, mit der Luft, die um die Erde ist, weil das Licht wird durch die Erdatmosphäre spektral gebrochen. Und das Ganze funktioniert dann so. Okay. Der Blutmond ist also einfach Blutmond, weil er rot ist. Ein Blutmond ist so, die Wissenschaftler, die messen diese Farbe von dem Mond, wenn sowas kommt, weil die daraus Rückschlüsse ziehen können über die Luftverschmutzung. Also wenn du das beispielsweise, sagen wir mal, auf dem offenen Meer hast, wo keine Luftverschmutzung ist, da hast du einen richtig roten Mond. Und je mehr Luftverschmutzung du hast, desto matschiger wird es bis hin ins Braun. Wenn du das also in, keine Ahnung, Peking machst, ja, dann hast du wahrscheinlich nur eine braune Soße. Und das können die wissenschaftlich nutzen. Die messen, wie rot der Mond ist und können daraus Rückschlüsse ziehen, wie die Atmosphäre verschmutzt ist oder nicht. Denn dadurch haben sie einen echten Externen, der ihnen da die Möglichkeit dazu gibt. Sozusagen einen treuen Zeugen. So. Also das mit der Blutmond basiert nur darauf, dass das Ding sich rot verfärbt. Und das passiert bei jeder Mondfinsternis. Jede Mondfinsternis ist ein Blutmond. Das ist also nichts Besonderes, sondern der heißt einfach so wegen seiner Verfärbung. In 1. Mose 1, Vers 14 lesen wir davon, dass Gott in der Schöpfung eben das Firmament und eben Sonne, Mond und Sterne gemacht hat. Und da heißt es, und Gott sprach, es sollen Lichter an der Wölbung des Himmels werden, um zu scheiden zwischen Tag und Nacht. Und sie sollen dienen als Zeichen und zur Bestimmung von Zeiten. Festzeiten, Terminen und Tagen und Jahren. Das Wort, was hier für Zeichen verwendet ist, im Jüdischen, bedeutet Signal. Sowas wie ein Leuchtfeuer. Und im Judentum sind diese Feste, von denen ich gesprochen habe, diese sieben Feste, sind Termine mit Gott. Deshalb steht das da. Das ist Termine mit Gott. Die Festzeiten sind spezielle Termine mit Gott. Zur Zeit vor der babylonischen Gefangenschaft, wo es nur den Tempel gab, gab es keine Synagogen. Den Juden war geboten, dreimal im Jahr zum Tempel zu pilgern, zu den Festzeiten. Das war ein Termin mit Gott. Da kamen sie alle zusammen. Da war Celebration. Da war ein solcher Termin. Und ansonsten waren die zu Hause. Sowas wie wir das heute mit Synagogen kennen, entstand erst in der babylonischen Gefangenschaft. Und das hat die Kirche dann übernommen. Das, was wir als klassische Kirchen oder auch viele Gemeinden sehen, ist eigentlich genau ein Abbild aus der Synagoge entstanden. Die ist noch gar nicht so alt, wie wir denken. Und die Bibel sagt ganz, ganz wenig darüber. Okay. Daher sind diese Festtermine, das
biblische Wort heißt Moedim. Ja, immer etwas, wo ein Jude an Termin mit Gott denkt. Ja, Divine Appointment. Scheduled. Ne? So, jetzt an dem Tag da. Das ist für die wichtig, die verstehen das. Ja, das ist also nicht einfach nur, ja, ein bisschen Celebration, ganz nett, sondern das ist etwas, wo Gott handelt. Im Deutschen ist es relativ gut, weil wir das Wort Fest haben. Da steht das ja drin, dass das ein fester Termin ist. Ne? Es ist ja nicht nur Party, sondern da steht, das ist ein fester Termin, ein Termin mit Gott. Okay. Ihr fragt euch, wann es endlich losgeht. Ne? Bald. Ich lese euch jetzt eine Bibelstelle vor, die ihr alle kennt, die nahezu identisch zweimal in der Bibel steht. Als wir in der Bibelschule waren, hat man uns gesagt, also wenn du zwei Aussagen hast, die deckungsgleich in der Bibel kommen, ist es wichtig. Wenn du zwei hast, die im Alten und im Neuen Testament deckungsgleich kommen, ist es echt wichtig. Und es ist interessant, sich damit zu beschäftigen, was sagt die Bibel wie oft. Ja, weil das ist interessant, weil der Herr möchte gewisse Sachen uns deutlich sagen. Es gibt beispielsweise nur eine einzige Sache, die im Alten Testament dreimal erzählt wird. Kommt ihr nie drauf, was das ist. Das ist die Krankenheilung von Hiskia. Habt ihr alle gewusst, ich hab's geahnt. So. Und danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch. Das steht noch aus. Ist noch nicht passiert. Und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen, eure Greise werden Träume haben, eure jungen Männer werden Visionen sehen, selbst über die Knechte und über die Mägde werde ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Was heißt das? Über alle. Niemand ist draußen, alle drin. Ja? Alte, junge, Männer, Frauen, alles. Knechte, alle drin. So, jetzt geht's weiter. Soweit kennen wir das ja. Vor allen Dingen die pfingstlich geprägten Geschwister unter uns. Ne? Jetzt geht's weiter. Und ich werde Wunderzeichen geben am Himmel und auf der Erde. Blut, Feuer und Rauchsäulen. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut. Ehe der Tag des Herrn kommt, der große und furchtbare. Was ist für den Juden der große und furchtbare Tag des Herrn? Rosh Hashanah. Der Tag des Gerichts, der Tag der Wiederkunft. Das ist der große und furchtbare Tag. Also ehe Rosh Hashanah kommt, wird die Sonne finster und der Mond sich in Blut verwandeln. Und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Das ist so abgespaced genial, das ist der Hammer. Es ist so der Hammer. Und deshalb nehmen das viele Christen sehr ernst mit diesen Blutmonden und mit diesen Sonnenfinsternissen. Die sagen, hey, ehe das der Tag des Herrn kommt, passiert sowas. Genau diese Bibelstelle, nahezu identisch, hat Petrus dann bei der Pfingstpredigt zitiert. Die ist aus Joel 3. Die hat er genau zitiert. Er sagt auch, von meinem Geist werde ich ausgießen auf alles Fleisch. Und er sagt auch, die Sonne wird verwandelt werden in Finsternis und der Mond in Blut, ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Schöne Unterscheidung, hä? Im Alten Bund ist es der furchtbare Tag, im Neuen Bund ist es der herrliche Tag. Klasse, finde ich super. Ne? Und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Das heißt, dieses Mondfinsternis-Thema hat eine endzeitliche Komponente. Ehe der Tag der Wiederkunft kommt, passiert irgendwas. Und, wie wir gleich sehen werden, es passiert tatsächlich was. Es gibt noch einen Haufen andere Bibelstellen zu diesem Thema Mond, also beispielsweise in Markus.
sagt Jesus, in jenen Tagen nach jener Bedrängnis wird die Sonne verfinstert werden und der Mond seinen Schein nicht geben. Ne? Oder bei Lukas sagt er, es werden Zeichen sein an Sonne und Mond und Sternen und auf der Erde Angst der Nationen. In der Offenbarung heißt es, und ich sah, als es das sechste Siegel öffnete, und es geschah ein großes Erdbeben, und die Sonne wurde schwarz wie ein härener Sack, und der ganze Mond wurde wie Blut. Ja. Wenn wir uns das jetzt anschauen, gab es im Jahr 2014 zwei Sonnenfinsternisse. Normalerweise gibt es eine im Jahr. Was wir hier erleben, sind eine Anhäufung von Sonnen- und Mondfinsternissen. Da haben wir die erste am 29. April, das ist etwa hier. Die habe ich schön klein gemacht. Und hier war, also das war eine totale Sonnenfinsternis und hier war eine teilweise Sonnenfinsternis am 23. Oktober. Diese war nur da. Da ist nicht weiter irgendwie was Besonderes, zumindest nicht, was irgendjemand feststellen konnte, passiert. Aber es gab im vergangenen Jahr eine totale und eine teilweise Sonnenfinsternis. Gut. Und jetzt folgen zwei weitere Sonnenfinsternisse, nämlich im Jahr 2015. Und diese beiden Sonnenfinsternisse, die haben es echt in sich. Ne? Nämlich Spannung. Schauen wir uns mal die erste an. Die erste Sonnenfinsternis ist eine totale Sonnenfinsternis. Und wann findet sie statt? Am biblischen Neujahr. Exakt an dem Tag. Eine totale Sonnenfinsternis. Beim Frühlingsanfang an der Frühlings- und Nachtgleiche. Okay. Ja. Gut. Kann ja Zufall sein. Gut. Schön. Das ist, wie gesagt, der Tag, wo das biblische Neujahr begonnen wird, wo im Judentum das nicht groß gefeiert wird. An diesem Tag, da zogen die sowjetischen Truppen in Berlin ein. So war es. Hier an dem Termin zogen die sowjetischen Truppen in Berlin ein und das war das Ende. Ein paar Tage später dann war die offizielle Unterzeichnung, dass der Krieg aus war. Also hier war das offizielle oder das tatsächliche reale Ende des Zweiten Weltkriegs. Zu dem Zeitpunkt vor 70 Jahren. Hey, 70 Jahre ist noch nicht so lang her, ne? 70 Jahre, das ist ein Menschenleben nach biblischem Verständnis. Ist noch nicht so lang her. Gut, und dann gibt es noch eine Sonnenfinsternis, nämlich eine teilweise Sonnenfinsternis im nächsten Jahr. Und die ist, ratet mal wann, exakt am jüdischen Neujahrstag. So, ach, damit das auch ein bisschen besser zu sehen ist, machen wir das mal hier so. Ne? Damit wir da ein bisschen Verständnis für haben. Eine totale Sonnenfinsternis und eine teilweise Sonnenfinsternis exakt an biblischen Terminen. Nicht natürlich nach unserem Kalender, sondern nach dem jüdischen Kalender. Biblischer Jahresanfang, Gericht für die Nationen. Jüdischer Jahresanfang, auch noch einen obendrauf. Wieder irgendwas mit Nationen. Gut. Beide Tage sind ja Neujahrstage, sind Neumondtage. Das heißt, da ist es nachts dunkel. Das ist auch nicht Vollmond oder was, das ist Neumond. Das ist richtig dunkel. Die Bedeutung ist, das ist tags dunkel und das ist nachts auch noch dunkel. Das ist wirklich echt ein bisschen mulmig. Die prophetische Bedeutung ist, hey, da ist es wirklich richtig, richtig dunkel. Für Israel und für die Nation. Gemäß dem prophetischen Verständnis, wie man das aussehen mag. Und hier noch eine obendrauf. Nicht ganz so schlimm, aber immerhin. Dunkler Tag, dunkle Nacht.
So, jetzt kommen wir langsam zu diesen ominösen vier Blutmonden. Ja, also dieser Amerikaner Mark Bilz, der, wie gesagt, hat dann sich damit beschäftigt und hat festgestellt, hat er geforscht und gemacht und getan und hat festgestellt, hey, da gibt es eine Viererreihe, die relativ komprimiert ist, wo auch nichts dazwischen ist. Also das sind vier aufeinanderfolgende Termine, die bilden eine, so nennt man das, Tetrade, ein Viererpack. Ne? Also Tetrade sind vier. Vier Termine hintereinander. Diese Monde gibt es immer wieder, aber meistens irgendwann und irgendwie, aber eben selten so komprimiert. Und dann hat er festgestellt, hups, die sind ja an sehr speziellen Terminen. Andere Dienste haben das dann aufgegriffen, haben dann da weiter geforscht und das geht teilweise in echte Spekulation. Also in den USA ist das ein Hype und da gibt es Seiten, da könntest du nachlesen, wann also der Tag der Entrückung ist und wann der Herr wiederkommt und wann die große Trübsalzeit beginnt und alles. Weil die haben halt aufgrund der relativen Präzision von diesem Ablauf von den Festen und so weiter her, rechnen die das dann hoch. Ja? Und das ist dann etwas, wo ich sage, das wird dann wirklich ein bisschen schräg. Ja? Da muss man aufpassen, dass man es nicht überstresst. Ihr kennt das, ja, alles verkaufen und für den Rückruf vorbereiten. Ne? Also Vorsicht. Aber Tatsache ist, es sind einfach nüchterne Fakten, die man sich hier angucken kann, wo man sagen kann, okay, da steckt eine prophetische Message drin. Diese vier Termine, die wir uns gleich anschauen können, gibt es so sehr, sehr selten. Dieser Mark Bilz hat dann geforscht und gemacht und getan, hat festgestellt, hups, diese Art von Kombipack gibt es sehr selten, nämlich, das ist erst das achte Mal seit der Zeit Jesu, dass sowas passierte. Das Interessante waren die letzten beiden, die vor dieser Tetrade hier waren. Nämlich, die waren relativ kurz vor unserer Zeit. Und die finden genau an Festtagen, biblischen Festtagen statt. Da haben wir nämlich, und wir haben vorhin schon davon gesprochen, das Jahr 1967-68. Da gab es das. Da waren also vier diese Mondfinsternisse, die an biblischen Festtagen auftauchten. Das war genau zu der Zeit, als Jerusalem befreit wurde. Da war am 24. April 1967 war Passa. Sechs Wochen später wurde Jerusalem erobert. Dann war 1967 im Oktober dann wieder am Laubhüttenfest so ein Mond und im Jahr darauf im April und nochmal im Oktober. In dieser Mondphase, wo diese Tetrade war, hatte Israel Krieg und Landgewinn. Große Zuwachs. Ja. Ein paar Jahre vorher gab es das übrigens auch. Das war zweimal im letzten Jahrhundert. Nämlich im Jahr 1949 und 1950. Das war in der Zeit direkt nach der Staatsgründung Israel, nämlich zu der Zeit, wo dieser Unabhängigkeitskrieg tobte. Direkt nach der Ausrufung des Staates kam dieser Unabhängigkeitskrieg. Und am 13. April 1949 war so ein Blutmond am Passa. Am 20. Juli, ja, also gut 3 Monate später, war das Ende des Krieges. Und dann kam wieder am Laubhüttenfest und am darauffolgenden Passa und dann wieder am Laubhüttenfest diese Monderscheinung. Da haben wir also auch während dieser Zeit, wo diese Monde einfach da waren, die Situation, dass Israel im Krieg war. Und was war das Ergebnis? Landgewinn. Sie kamen in den Krieg, aber sie haben gesiegt und sie haben Landgewinn gehabt. Das ist hochinteressant, was damit zusammenhängt. Übrigens kommen so eine derartige Tetrade für die nächsten 500 Jahre nicht mehr vor. Von daher ist dieses Thema mit, dass die Sonne, also dass der Mond zu Blut wird, ehe der Tag des Herrn kommt, schon interessant.
Ja? Also viele Leute nehmen das sehr ernst. So, und jetzt schauen wir uns das mal genauer an. Der erste Blutmond, den hatten wir letztes Jahr. Ja, jetzt haben wir das hier dran geklebt. Den hatten wir letztes Jahr am 15. April. Ach so, hier, das hier ist das Passafest. Das ist jetzt hier der Zeitrahmen. Ja? Während der Zeit ist Passafest, Laubhüttenfest, Passafest und Laubhüttenfest. Das erste Jahr im biblischen Festkalender und das erste Fest und das letzte Fest. So, das erste Fest fand, der erste Blutmond war am ersten Tag von diesem Passafest. Letztes Jahr. Und zwar sehr präzise, schön, wunderbar am ersten Tag. Da war dieser Blutmond. Exakt am ersten Tag vom Passafest. Das war, wo vor 70 Jahren der D-Day beschlossen worden ist. Und der D-Day war tatsächlich das Ding, wo der Krieg, der Zweite Weltkrieg, dann geswitcht hat. Als das durchgeführt worden ist, waren die Alliierten dann im Vormarsch. Bis dahin waren die Deutschen fast nicht zu besiegen. Der zweite Blutmond war ziemlich exakt ein halbes Jahr später, am 8. Oktober letzten Jahres. Ah, packen wir mal hier hin. Der war exakt hier. Dann gab es, oder nein, dann kommt auf uns zu der nächste Blutmond am 4. April. Und dieser 4. April, das ist der Termin, wo vor 70 Jahren die KZs befreit worden sind von den Amerikanern. Die haben am 3. April Buchenwald entdeckt und am 4. April Ohrdruf. So, am 4. April nächsten Jahres ist der dritte Blutmond. Das ist das, was auf uns zukommt. Und jetzt kommt der Knaller. Schauen wir uns den letzten Blutmond des Jahres 2015 an. Findet statt am 28. September. Hier ist das Laubhüttenfest. Wo soll ich das jetzt hinkleben? Keine Ahnung. Machen wir mal dahin. Da am ersten Tag des Laubhüttenfestes ist der vierte Blutmond. Übrigens, wenn man sich das genauer anguckt, diese Sonnenfinsternisse, auch diese beiden, die sind immer genau 2 Wochen von diesem Blutmonden entfernt, mysteriöserweise. Dieses Ding ist echt interessant. Ich pack das mal ein bisschen höher, damit die Sonne da noch zu sehen ist. Ist ja zu... Nein, lasse ich lieber sein, weil meine Frau hat mir so einen monstermäßigen Superkleber gegeben. Sie hat gesagt, musst du aufpassen, dass du die Tafel da nicht mit ruinierst. Mal wenn nicht, lassen wir es für die Leute vom Hotel dran. Ne? So, also hier ist der 28. September. Das ist der Tag der Tage. Am 28. September 2015 ist dieser vierte Blutmond dieser Tetrade, die, wie gesagt, danach ist erstmal 500 Jahre Ruhe. Ich meine, es gibt noch Blutmonde, nur nicht mehr in so einer Kombination. Dieser Tag ist auch besonders. Nämlich genau vor 7 Jahren an dem Tag, das war Mittwoch, der 15. Oktober 2008, fiel der wertgeschätzte Dow Jones auch. Nämlich damals, zu dem damaligen Zeitpunkt, auch wieder zum höchsten Tagesminus seiner Zeit. Also das heißt, wir haben 3 Termine in diesem Jahr, beziehungsweise wo vor 7 bzw. 14 Jahren der Dow Jones abgeschmiert ist. Die 3 höchsten Tagesverluste, die er jemals hatte. Ne? Fand an diesem Tag vor 7 Jahren statt. Okay. An diesem Tag im Jahr 2000 begann die zweite Intifada in Israel.
Dann ist dieser Mond, wie hier steht, Supermond. Was ist denn das für ein Quatsch? Supermond. Was soll das heißen? Das heißt wirklich so. Der Mond läuft nicht kreisrund um die Erde herum, sondern eiert. Der hat eine Ellipse. Und so gibt es einen Zeitpunkt, wo er am erdnächsten Punkt ist. Gelle? Einmal im Jahr ist er ganz nah an der Erde. Und das führt dazu, dass der Mond tatsächlich 14% größer aussieht und 30% heller erscheint. Und das ist zufälligerweise exakt an diesem Tag. 100% genau an diesem Tag. Ein Supermond heißt so, auch wissenschaftlich. Einmal im Jahr gibt es Supermond. Immer jedes Jahr einmal ist er am erdnächsten Punkt. So, also, das bedeutet, wir haben an diesem Tag den Mond als Blutmond am ersten Tag des siebten Festes, was 7 Tage dauert, im 7. Monat nach der biblischen Zählung, ist Vollmond, ist Supermond, ist Blutmond. Und das Tollste ist, er ist zu sehen über Israel. Der erste Blutmond, der hat seinen Höhepunkt auf der Osterinsel gehabt, im Südpazifik. Hat auch eine interessante Bedeutung, ist aber nicht weiter relevant gewesen. Hat sie fast nirgendwo gesehen. In Australien konntest du den sehen und so was. Ja? Aber war jetzt nicht unbedingt. Bei uns sieht man sie sowieso nicht. Aber den kannst du in Israel sehen. Hallo, es ist der erste Tag des Laubhüttenfestes. Wo sind die Juden am Laubhüttenfest? In der Laubhütte. Draußen. Und was tun die draußen? Sie glotzen sich die Sterne und den Mond an. Ja, feiern. Alle Juden sind draußen. Und das Witzige ist, die Laubhütte, es gibt genaue Beschreibungen, wie eine Laubhütte aussehen muss. Und da steht drin, in jeder Laubhütte, du musst noch die Sterne sehen können. Das darf nicht dicht sein. Das ist eben nur, da gibt es gewisse, gibt es genaue Vorschriften, wie viel Prozent da durchlässig sein muss und so weiter. Ne? Also, die sitzen in der Laubhütte in Israel bei einem prachtvollen Blutmond über ihnen, wenn keine Wolken sind. Und das Ganze auch noch, nachdem das Schabbatjahr vorbei ist, und das Ganze ist das Ende der Tetrade. Und da sagt einer, das wäre Zufall. Funktioniert nicht. Das ist sowas von einer Ansammlung von prophetischen Sachen, die ineinander verwoben sind, dass man sagt, das ist wirklich interessant. Da steckt eine Message drin. Für die Leute, die jetzt eher ein bisschen es nicht so wissenschaftlich mögen, habe ich noch ein kleines Highlight. Wer weiß, was das ist? Der olle Ison, ne? Den hatten wir auch noch. Komet Ison. Hat das jemand mitgekriegt? 28. November 2013. Erster Tag vor Chanukka. Den packen wir mal hier unten hin, dass er nicht so wichtig ist. So. Das Interessante ist, dass es Leute gibt, die sagen, das ist das 7. Zeichen. 7. Ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deshalb nehmen die den gerne dabei. Ich halte das für ein bisschen speziell, aber ich habe mir gedacht, wenn er schon bei Chanukka ist, will ich ihn euch nicht vorenthalten. So. Was für mich wichtiger ist, ist tatsächlich dieser Schawott-Termin, Pfingsten, dass das auf den gleichen Termin fällt. Ich halte das für super bedeutsam. Okay. Jetzt schauen wir uns mal die prophetische Bedeutung an. In und um Israel Krieg. Übrigens gibt es auch, das ist aber jetzt nicht bei diesem Mark Bilds, sondern in anderen Diensten, die haben rausgekriegt, dass im Jahr der Kreuzigung so eine Tetrade war. Wenn das im Jahr 33 nach Christus passiert ist. Und da ist tatsächlich an einem Tag zu diesem Passafest ein Blutmond und eine totale Sonnenfinsternis auf dem gleichen Tag gekommen. Zum Passafest. Und da sagen die, das ist der Tag der Kreuzigung. Kann sein, ich weiß es nicht. Möglich ist es. Aber das ist auf einen Tag gekommen.
Übrigens, diese anderen beiden, die ich euch erzählt hatte, von 49,50 und von 67, da gab es keine Sonnenfinsternisse dabei. Das waren nur stumpf die vier Blutmonde. Sonst war da gar nichts mit irgendwelchen Terminen. Von daher ist da schon eine gewisse Brisanz drin. Ich persönlich sage, die Propheten, das ist meine persönliche Meinung, also das ist Martin Maron, ja, also nicht überbewerten, ne? Ist das, was ich persönlich prophetisch daraus meine, lesen zu können, dann, das müsste prüfen im Gebet. Bis jetzt waren das nackte Fakten, aber das musst du dann wirklich prüfen, ob du das übernehmen möchtest. Für mich ist das etwas, wo ich sage, das ist ein Zeichen für Krieg in oder um Israel. Das war so in den letzten beiden Fällen, wo das sich so zusammengebraut hatte. Und wenn wir die politische Entwicklung momentan anschauen, dann sieht das ja wirklich danach aus. Ne? Ich persönlich halte das für ein deutliches Warnzeichen. Und nach dem ersten Blutmond hier begann diese Gaza-Intifada, diese Bombardierung Israels durch diese Hamas. Ne? Nach dem zweiten Blutmond, du und vorher waren die alle eitel Sonnenschein und dachten, es gibt Frieden und ganz toll, ne? Nach dem zweiten Blutmond, wo wir uns jetzt drin befinden, na, da hast du diesen überall auftauchenden muslimischen Terror weltweit. Na? Paris. Aber wenn wir mal zurückdenken, dieses Ding in Sydney, von dem Typ da der da die Geisel genommen hat. In Jerusalem ein Überfall auf die Synagoge, wo sie mit Äxten die Juden totgeschlagen haben. Diese Schule in Peshawar von den Taliban. IS. Boko Haram. Was der Boko Haram in Nigeria anrichtet, das ist unvorstellbar. Unvorstellbar. Die israelische Botschaft, also die christliche Botschaft, ICJ hat da einen Bericht, kürzlich einen Gebetsaufruf geschickt über das, was dort angerichtet wird von den Boko Haram. Das kriegen wir in den Medien nicht mit. Das ist furchtbar. All das tauchte auf einmal auf. Das kam relativ plötzlich. Und wie gesagt, Paris, einfach so, out of the blue, puff, auf einmal da. Ein Riesenschock. Alles unvorbereitet. Seit diesem Termin hier hat sich das richtig zusammengeballt. Vor 2 Jahren war das alles undenkbar. Aber die Palästinenser haben den Tag der Wut ausgerufen. Und was macht unsere werte, wohlgeschätzte, allseits beliebte EU am 18.12. mittendrin? Die streicht Hamas von der Liste der Terrororganisationen und sagt, Israel muss sich vom Europäischen Gerichtshof verantworten wegen Menschenrechtsverletzungen. In Genf. Und vorher wurde es von verschiedenen Ländern diese Zwei-Staaten-Lösung anerkannt. Als erstes wirklich großes europäisches Land war es Schweden. In der Zeit. Vorher war es aber schon Bulgarien, Zypern, Tschechien, Ungarn, Malta, Polen, Rumänien und Island, was kein EU-Mitglied ist, haben bereits die Zwei-Staaten-Lösung anerkannt. Deutschland versucht sich über Enthaltungen aus der Affäre zu ziehen. England und Frankreich sind schon dabei. In England ist das Unterhaus schon durch, die ist halt nur noch nicht offiziell. Die Amis, die schwanken und wanken. Es ist ganz verrückt. Aber Gott sagt, Gericht über die Nationen kommt wann? Wenn ihr versucht, mein Land zu teilen. Wenn ihr das Land teilt, dann gibt es Gericht über die Nationen. Also man meint fast, die machen es mit Absicht. Ja, es ist wirklich interessant. Was ich damit sagen will ist, es braut sich richtig was zusammen. Ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, habe gedacht, naja, mal gucken wir mal. Ne? Aber als ich dann gemerkt hatte, was hier ab diesem Zeitpunkt in Israel abging, als ich dann gemerkt habe, was dann weltweit mit muslimischem Terror abging, dann dachte ich, hupsa, die spannenden Zeiten liegen noch vor uns. Da kommt noch was auf uns zu. Und dann wird die Welt involviert. Ich weiß nicht, was das ist. Aber wenn es Gericht für die Welt gibt, dann ist die Welt wahrscheinlich irgendwie in das ganze Ding involviert. Hm?
Gericht für Israel, was Krieg und Landgewinn heißt. Sehr gut möglich, denkbar gerade. Oder Gericht für die Welt. Und, mal ohne Witz, da kann man sich sonst was für Szenarien momentan ausdenken, was da passieren könnte. Da brauchst du nur die Nachrichten angucken. So, und jetzt hängen viele Christen mit diesen Informationen und sagen, okay, jetzt stecke ich den Kopf in den Sand, weil der Herr wird bald kommen, womöglich an Rosh Hashanah. Kannst du vergessen, kommt er nicht, weil nämlich, da gibt es ja noch den Blutmond, der kommt ja erst später, den will er noch mitnehmen. Nein, nein, ihr versteht, was ich sagen will. Also, ich glaube, es gibt richtig Stress. Richtig Stress. Ich glaube, es gibt Krieg im Nahen Osten. Und wenn es in Israel Krieg gibt, dann steht die Gemeinde im Geistlichen weltweit auch im Krieg. Also bereitet euch darauf vor. Aber das Ganze hat Sieg und Landgewinn als Folge. Das heißt, die Gemeinde wird Land einnehmen, wird vorwärts gehen. Das Ganze ist keine Horrorbotschaft, oder sagen wir es so, das ist die Horrorbotschaft für die Welt. Für das Reich Gottes ist es genial. Und da möchte ich euch jetzt, damit wir hier den richtigen Ausblick von dem Ganzen bekommen, zwei schöne prophetische Worte weitergeben. Und zwar von Bobby Connor erstmal eins. Das hat er hier schon gegeben. Der wusste, oder in dem ganzen Wort steht kein Wort vom Blutmond oder sonst was. Ich weiß nicht, ob er es wusste oder nicht. Keine Ahnung, aber der hat was Schönes gesagt. Der sagte, der ganzen Welt stehen rasche und radikale Veränderungen bevor. Also das ist ein sehr anerkannter, respektierter amerikanischer Prophet im großen Dienst, Bobby Connor. So ist es unerlässlich, dass die Gemeinde eine Salbung der Kühnheit willkommen heißt und empfängt. Halleluja. Diese Salbung wird uns dabei helfen, die notwendigen Vorbereitungen zu treffen, damit wir auf unser Umfeld Einfluss nehmen können. Wir nämlich sollen die Katalysatoren für diesen extremen Veränderungen sein. Unsere Aufgabe ist es, als Salz und Licht in dieser von Sünde verdunkelten Welt zu wirken. Wir befinden uns in einer Zeit des raschen Fortschritts und der Beschleunigung. Der Geist Gottes wird die Dinge in die richtige Ordnung und göttliche Bestimmung hervorbringen. Im Geistlichen ist ein Moment der Fülle der Zeit gekommen. Der Himmel proklamiert, wacht auf, es ist Zeit vorwärts zu gehen. Die himmlischen Heerscharen sind bereit einzugreifen und all jenen zu helfen, die danach trachten, den König in seinem Königreich einzusetzen. Der Geist des Herrn ruft die Armee des Herrn auf, sich zu erheben und das Reich Gottes mit wahrer geistlicher Vollmacht und Kraft zu ergreifen. Halleluja. Jetzt kommt's, die Kämpfe werden zunehmen, doch die Siege werden überwältigend sein. Der Leib Christi wird gewaltige Durchbrüche im Bereich der Einheit und der Wiederherstellung erleben, wodurch Gnade und Vollmacht ersichtlich werden. Dies sind Dies sind aufregende Zeiten der Landnahme und Konfrontation, des Bauens und Kämpfens. Wir stehen an der Schwelle zur größten Erweckung, die die Welt je gesehen hat. Der Feind ist bereit, alles dran zu setzen, um dieses kommende Wirken Gottes zu verhindern. Wir müssen jetzt feststehen und um der Gerechtigkeit willen Farbe bekennen. Der Herr hat einen ultimativen Befehl ausgegeben. Er ist unmissverständlich klar. Als Nachfolger Christi müssen wir kühn, tapfer und mutig sein. Wenn wir das so als prophetisches Bild lesen, dann kommt das häufig vor mit Kampf und Landeinnahme und Krieg und sowas. Weil wenn man das unter diesem Gesichtspunkt so sieht, dann haben die Worte doch eine ganz andere Wucht. Ein anderes Wort, was ich noch auszugsweise weitergeben möchte, ist von einem gewissen Tim Sheets.
Tim Sheets. Der hat das empfangen am 24. August 2014. Also er war schon mittendrin. Die Überschrift über diesem Wort heißt Gemeinde, der himmlische Wecker klingelt. Und das ist sowas. Zeitpunkte. Er sagt, große Erweckungsfeuer werden sich nun, da meine Erweckung zu rollen beginnt, durch die von Fürbitte durchtränkten Gebiete hindurchbrennen. Wow. Hey, das ist wirklich stark. Große Erweckungsfeuer werden sich durch die von Fürbitte durchtränkten Gebiete hindurchbrennen. Die Fürbitte ist wie das Zündmaterial, was da ist, damit es richtig, richtig fackelt. Diese Gebiete werden nun durch meine Herrlichkeit aktiviert werden. Mein Rütteln ist da. Ich erschüttere die Erde. Ich erschüttere den Himmel. Mauern, Festungen, Hindernisse und die Abwehrkräfte der Hölle werden abgeschüttelt. Mein Rütteln wird uralte Brunnen der Erweckung öffnen. Die Erweckung im Mutterschoß meiner Fürbitter wird nun geboren werden. Die Evangelistensalbung kommt nun auf meine rechtmäßigen Evangelisten herab. Das Feuer, das in ihren Gebeinen eingeschlossen war, wird nun zu Worten feuriger Leidenschaft. Mit meinem Evangelium werde ich die zugedeckten Brunnen der Evangelisation öffnen. Ich werde uralte Heilbrunnen durch Erschütterung aufdecken. Die Wunder werden sich vervielfachen. Meine Engel pumpen aus diesen Brunnen und öffnen auch neue Brunnen, neue Straßen, neue Vorstöße, neue Salbung, neue Vision, neue Ernte. Siehe, ich wirke Neues. Mein größter Feldzug auf Erden ist fällig. Verkünde ihn. Richte deine Worte nach meinen aus, so werden sich Engelsmächte mit dir gleich richten. Jetzt ist die Ernte, jetzt ist die Erweckung, jetzt ist der Sieg, sagt der Herr. Erhebe dich und verfolge meine Anliegen. Erhebe dich und brülle, erhebe dich und kämpfe, erhebe dich und strahle. Dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn strahlt auch über dir. Und dann hat er noch mal einige Tage später, hier kurz vor dem, also ganz am Ende August, hat er noch mal was gesagt und hat gesagt, dass Erweckung sich in Form von Flutwellen seiner Kraft ausbreiten wird. Und dann sagt er, ich habe bestimmt und werde nun dafür sorgen, dass eine neue Zeit hervorbricht. Eine neue Zeit. Worum du gebetet und gekämpft hast, wofür du gestanden bist, wird nun freigesetzt. Ein Schabbatjahr ist auch immer der Abschluss von diesem 7-Jahres-Zyklus. Dann beginnt was Neues. Wie mit dem Tag nach dem Schabbat die neue Woche beginnt. Ne? Der 8. Tag ist immer der Tag des Neuanfangs. Der neue erste Tag. So. Der größte Vorstoß meines Reiches wird nun beginnen. Eine große Erweckung wird sich in Form von Flutwellen meiner Kraft ausbreiten. Es ist die Zeit meiner Sturmflut. Es ist die Zeit für ein neues Pfingsten. Finde ich genial. Es ist die Zeit für ein neues Pfingsten. Hey, ein neues Pfingsten. Was Joel verheißen hat, ist überhaupt noch nicht passiert. Der Geist Gottes ist noch nicht ausgegossen auf alles Fleisch. Und was er da an Zeichen und Wunder geschrieben hat, das ist nett, aber ist nicht das, was wir bei der Apostelgeschichte lesen. Petrus sagt, das ist es, was Joel gesagt hat. Und dann guckst du dir an und sagst, ja, das ist doch ganz was anderes. Ja, prophetisch ist es der Anfang von dem. Er sagt, das geht los. Hiermit startet es. Mit dem Pfingsten geht es los. Das, was Joel verheißen hat. Aber es ist noch nicht erfüllt. Da ist noch eine Fülle von Dingen, die auf uns zukommen. Das ist genial. Und jetzt sagt dieser Prophet, ein neues Pfingsten kommt. Ein neues Pfingsten. Hey, das ist genial. Ich weiß nicht, was ihr macht, aber an dem Tag werde ich beten. Ich glaube, da machen wir eine Gebetsversammlung. Huh? Ja. Ich bin gerade dabei,
ihm, nämlich diesem Pfingsten, Odem einzuhauchen und es zum Leben zu erwecken. Du wirst die Süße meiner Salbung einatmen, du wirst das Vertrauen in meine Vollmacht ausstrahlen. Du wirst den Wind des Heiligen Geistes erleben und du wirst anders kämpfen. Du wirst mehr als siegen. Jetzt ist die Zeit meiner Erweckung, es ist die Zeit meiner Ernte, es ist der Tag der Heiligen, es ist der Tag meiner Vollmacht. Steh auf mit mir und lauf in eine neue Zeit hinein. Erhebe dich und mit mir und geh vorwärts in deine Bestimmung hinein. Erhebe dich mit großer Entschlossenheit. Steh auf und empfange dein Pfingsten. Steh auf und erhebe dich in mir. Es ist der Tag meiner Kraft, sagt der Herr. Es ist der Tag meiner Vollmacht. Es ist der Tag meiner Erweckung. Es ist die Zeit meiner großen Ernte. Ich verfolge ja viele prophetische Worte und es ist sagenhaft, wie sich das verdichtet. Ähnlich wie du hier auf einmal, nachdem lange Zeit überhaupt nicht passiert ist, du merkst, da kommt was zusammen, so ist das mit den prophetischen Worten. Da kommt richtig von unterschiedlichsten Leuten aus der ganzen Welt kommt was zusammen und die hauen alle in die gleiche Kerbe. Und das ist alles diese Message. Hey, für das Volk Gottes beginnt was Neues. Mit Kampf. Es gibt Stress, es gibt Probleme, du bist herausgefordert, aber es beginnt was völlig Neues. Und das ist eigentlich die Message hier von diesem Ding mit Israel. Ja, Stress, Herausforderungen, Probleme, Krieg, so elend das ist, aber es gibt was Neues. Es geschieht etwas völlig Neues. Und diese Parallelität von Israel lässt mich darauf hoffen, dass das, was die Propheten sagen, hier in der weltweiten Gemeinde im Leib Christi tatsächlich passiert. Und es tatsächlich einen gewaltigen Neuanfang gibt. Das ganze Ding hier sagt ja, hey, wie es jetzt war, kommt zu einem Ende. Sachen verändern sich. Sachen werden erschüttert. Das sagt die Bibel, das sagen die Propheten. Sachen werden erschüttert. Und ich möchte euch sagen, seid nicht erstaunt, wenn in diesem Jahr 2015 sonst was für Sachen erschüttert werden, wo Leute sich darauf verlassen. Ja, wie Daniel so schön am Anfang gesagt hat, auf das tolle deutsche Sozialsystem, Krankenversicherung, Sozialversicherung, Rentenversicherung und was nicht alles. Ja, all diese Sachen, wo wir unsere Sicherheit draus haben. Vieles wird erschüttert werden, bis in die Grundfesten. Und die Bibel sagt, hey, wenn ihr das hört und wenn ihr das mitbekommt, dann freut euch, erhebt euch, macht die Schultern zurück, Kopf gerade, jetzt geht's los, Strahlemax, jetzt könnt ihr euch freuen, jetzt beginnt etwas wirklich Gutes. Die Welt kriegt die Krise, aber die Christen können wirklich begeistert sein, weil wir sind nicht von der Welt. Das Reich Gottes bricht sich Bahn. Hey, und ich sage euch eins, dieses Weltsystem ist versaut bis in die letzte Grundfaser. Und es wird gewaltige Erschütterungen geben, wo Sachen ans Licht kommen, was alles versaut ist. Es wird Erschütterungen geben, dass vielen Leuten die Ohren gellen werden, weil Sachen ans Licht kommen. Durch die Erschütterung kommen Sachen ans Licht. Und das Vertrauen in unser dolles System weltweit wird zunehmend zerbröckeln. Das Reich Gottes kommt. Das Weltsystem geht kaputt. Es wird nicht überleben. Es kommt an den Punkt, wo es zerstört wird und wo das Reich Gottes unter der Herrschaft Jesu die Autorität übernimmt. Und das ist super gut. Und da gehören wir dazu. Und deshalb sagt er, wir sind die Katalysatoren davon. Das passiert durch uns. Wir sind die Armee, die vorwärts marschiert. Wir sind diejenigen, die den Stress auslösen. Das ist wie mit Israel. Gäbe es da keine Juden, gäbe es auch keinen Stress. Wäre heute wahrscheinlich noch Wüste. Ja? So. Aber die sind nun mal da und also gibt es Stress. Und so ist es mit der Gemeinde auch. Wir sind da und wir werden noch einen Haufen Stress verursachen in dieser Welt. Und das ist sehr, sehr gut, damit dieses elende Weltsystem kaputt geht und das Reich Gottes sich Bahn bricht. Und deshalb ist das mit dem Pfingsten so genial. Wenn der Geist Gottes ausgegossen wird und wir wirklich wie zum biblischen Pfingsten in der Kraft Gottes vorwärts gehen, dann ist ein völlig neuer Zeitpunkt gekommen. Halleluja. Und deshalb möchte ich dieses ganze lange Thema
damit abschließen, dass wir uns im Gebet danach ausstrecken. Nach dieser Berührung des Heiligen Geistes, nach dem, was der Herr für uns hat, dass wir nicht bei diesem ganzen Ding, ach du meine Güte, jetzt kommen die Probleme und Krieg und Not und Elend und ach du Schreck, ja, und meine Israelreise sage ich auch ab oder sowas. Nein, sondern dass du im Grunde genommen sagst, hey, jetzt ist der Zeitpunkt, für die ich schon so lange gebetet habe. Jetzt ist der Zeitpunkt, wo das Reich Gottes sich Bahn bricht. Wir beten, dein Reich komme, wie im Himmel so auf Erden. Ja, das passiert. Das Reich Gottes kommt, wie es im Himmel ist, so kommt es auf der Erde. Und wir sind diejenigen, durch die das geschieht. Und dazu brauchen wir Pfingsten. Genial. Ich freue mich also auf dieses Jahr 2015. Das wird sowas von genial. Und ich erwarte, oder wir erwarten wirklich große Veränderungen. Im Natürlichen schockierend, im Reich Gottes genial. Ich möchte euch bitten, aufzustehen. Die Bibel sagt, der Herr tut nichts, was er nicht vorher durch seinen Propheten kundtut. Das heißt, wenn die Propheten etwas sagen und wenn sie viele das Gleiche sagen, dann ist es ein verlässliches Reden Gottes. Und es ist wichtig, wenn wir das nehmen und sagen, jawohl, wir akzeptieren das. Herr, ich sehe, dass der Moment der Fülle der Zeit gekommen ist. Amen. Und ich verstehe deinen Ruf, aufzuwachen, jetzt. Amen. Ich bin bereit, vorwärts zu gehen. Amen. Ich bin bereit, mich den himmlischen Heerscharen anzuschließen. Amen. Ich bin bereit, deinen Geist in neuer Weise zu empfangen, um vorwärts zu gehen. Amen. Wir akzeptieren, dass wir auf der Stelle zum größten Erweckung stehen, die Welt je gesehen hat. Wir sind Menschen, die Geschichte schreiben. Wir sind Menschen, die die Welt verändern. Wir nehmen das ernst, dass du uns sagst, dass du uns ein neues Pfingsten schenken willst. Herr, das sind wir. Das ist unsere Zeit. Das ist jetzt. Das ist jetzt. Wir beanspruchen das für uns. Wir beanspruchen das für Deutschland. Wir sprechen Erweckung in Deutschland aus. Erweckung in unseren Gemeinden. Erweckung in unseren Familien. Erweckung in unseren Arbeitsplätzen, Amen. In den Schulen, Amen. Erweckung in unserem ganzen Umfeld. Amen. Halleluja! Wir glauben für dieses Pfingsten, was du für uns hast, Herr. Ja.